Uwe Boll, nicht nur zu Zeiten der Corona-Krise, sondern es ist mal an der Zeit, etwas zu Xavier Naidoo, dem vollidiotischen, supergläubigen Trash-Schwachmaten aus der Bronx in Mannheim zu sagen. Xavier, wenn man doof wie Scheiße ist, ja, dann ist doch besser, man hält einfach die Fresse. Ne? Was hältst du denn mal davon? Ich meine, wir können ja nicht einerseits bist du immer am Moslems kritisieren, aber du bist dasselbe als Christ. Ja? Du bist so ein ultragläubiger Dummschwätzer. Dass es wirklich kaum ertragbar ist, dann deine rassistischen Idiotenvideos anzugucken, wo du im Auto sitzt und davon redest, die Bundesrepublik nimmt dir deine Freiheit weg. Ja? Oder irgendeiner nimmt dir deine Freiheit weg. Wir alle nehmen uns unsere Freiheit weg, weil hier ein Virus kursiert. Aber das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Du und Eva Herrmann und andere YouTube-Trottel vergiften die Demokratie und vergiften leider immer mehr Wähler, weil die Tendenz in Deutschland, so schlimm wie in Amerika ist es noch nicht, in Amerika sind 50% der Leute auf einem Bildungsniveau wie, würde ich mal sagen, ein Weise, der nie in der Schule war, im Kongo und 10 Jahre alt ist. So, das ist Amerika. Aber in Deutschland hatte ich doch Hoffnung, dass das Schulsystem so von meiner Generation, ja, ich bin 1965 geboren, einigermaßen funktioniert. Aber anscheinend auch nicht mehr, weil sonst hätte man nicht diese ganzen Verschwörungstheoretiker, Fake News Opfer im Internet, und du bist einer davon und du bist dann auch einer der Leute, der Vorurteile, Rassismus, totalen Blödsinn und falsche Stellungnahmen propagiert und rausposaunt und damit dazu beiträgt, dass Deutschland irgendwann auch die Chance erhält, in eine faschistische rechtsaußen Dreckskultur abzuschmieren, wie Ungarn, Polen und andere Länder es schon sind. Ja? Ich kämpfe darum, dass Deutschland nicht, wie USA ja schon zeigt, mit der Wahl des Untergangs des Abendlandes kompletten selbstverliebten Pussygräber Donald Trump, der nie in seinem Leben mehr wie zwei Seiten in irgendetwas gelesen hat, ob im Telefonbuch, im Playboy, geschweige denn in einem Buch, ein Briefing oder sonst irgendwas, ist nicht in der Lage, sich mal für 100 Seiten auf irgendwas zu konzentrieren. Und der ist jetzt der Präsident der Vereinigten Staaten, der die Umwelt kaputt macht, den Staat kaputt macht, die Armen kaputt macht, die Schwangeren nicht mehr abtreiben lässt, die Ultrachristen gewinnen lässt, ja, die da stehen, gegen das Coronavirus, gegen das Coronavirus. Diese Welt will ich nicht haben und in dieser Welt will ich auch nicht leben und ich will auch nicht in einer Welt leben, wo Fiction die Fakten anfängt zu regieren und wo konstant Blödsinn im Internet kursiert, die in diese vollkommen abstruse, abgekapselte Skulls und Bones, Bilderberg, Illuminati, oh mein Gott, das Leben geht unter, Bill und Melinda Gates, George Soros, ach du Scheiße, das sind die schlimmsten Teufel, das sind Teufel, die ziehen die Maske ab, das sind die Teufel. Ja, und das sagen diese Leute, die nicht sehen, dass wer gerade die Welt regiert und viel mehr Geld ausgibt wie Bill und Melinda Gates und George Soros oder was einmal, oder an der Macht ist und das Militär unter Kontrolle hat und die regierte Orban ist der Drecksack, nicht George Soros, der versucht, Orban loszuwerden. Ja, man muss mal die Prämissen hier wieder richtig stellen. Ja, und es ist einfach unglaublich und unsäglich. Ich meine, ich fand deine Musik immer schon totale Scheiße, ja, aber ich finde es einfach unsäglich, dich da mit diesem Video-Quatsch mir anzugucken. Schick mir natürlich Leute auf Facebook zu, guck dir mal, was du gesagt hast und so weiter, ja. Und es ist einfach unerträglich, diese Lügerei und diesen halbrassistischen Kram von einem ungebildeten kleinen Fatzke aus Mannheim, der froh war, die Hauptschule besucht zu haben,
sich weiter anzuhören. So, mein Ratschlag wäre, halt einfach mal die Fresse. Du kennst ja den Spruch, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten.